Ich weiß jetzt, warum jede Mission schiefgelaufen ist. Der Geheimdienst hatte ein Leck. Ganz oben. Benton natürlich. Sie wussten es? Sie sind wichtig für mich, Logan, aber Sie erfahren nicht von allen Aktivitäten des Geheimdienstes. Ich wusste schon seit einiger Zeit, dass Benton auf zwei Hochzeiten tanzt. Auf wie viele Missionen haben Sie uns geschickt, bei denen Benton uns hätte draufgehen lassen können? Wir tun, was nötig ist, Bleibt Logan. Sie jetzt kooperativ. Wir alle. Hebt sie auf. Was haben Sie noch herausgefunden? Wir haben mehrere Dateien von Fagins Computern heruntergeladen. Es wird eine Weile dauern, bis der Nachrichtendienst den Code von Falcon geknackt hat. Aber Fagin muss irgendwo ein Viruslabor haben. Fagin ist verschwunden. Interpol konnte ihn noch nicht ausfindig machen und von Römer fehlt auch noch jede Spur. Römer operiert von einem ehemaligen Sowjetstützpunkt in Nordkasachstan aus. Unsere Spionagesatelliten haben die genaue Position der Anlage festgestellt. Das Außenministerium muss der Regierung von Kasachstan klar machen, dass die USA nichts mit der Operation zu tun hatten. Der Hubschrauber setzt sie eine Meile vor dem Stützpunkt ab, gerade außerhalb ihrer Radarreichweite. Hoffentlich wird ihre Ankunft durch den Blizzard getarnt. Sie müssen zu Fuß rein und vor der Evakuierung ihr Flugabwehrleitradar ausschalten. Sieht aus wie Langstrecken SS-23. Ja, deshalb schicke ich Sie. Bevor Sie den Timer einstellen, müssen Sie das Raketenarsenal und die Abschusscodes ausfindig machen. Wir wollen wissen, wo er die her hat. Sie kriegen mehrere C4-Sprengsätze mit, die Sie an diesen Tanks anbringen. Das sollte reichen, um alles hochgehen zu lassen, was er an Waffen hortet. Das ist Wladislav Gabrek, Römers Stützpunktkommandeur. Er ist persönlich für die Sicherheit verantwortlich. Und der Ausweichplan? Falls was schief geht, halten wir einen anderen Hubschrauber 2 Kilometer südlich bereit. Wenn ich Römer finde? Eliminieren Sie ihn. Ich bin drin. Der Funkverkehr zeigt Alarmstufe gelb. Geh den Patrouillen aus dem Weg. Wenn die Basis alarmiert ist, bleibt dir nicht mehr viel Zeit für deine Aufgaben. Roger. Ich habe einen Tank gefunden. Ich habe den ersten Sprengsatz gelegt. Laut Nachrichtendienst sind die Bunker mit Bewegungsmeldern gesichert. Du musst sie ausschalten, um reinzukommen. Wo sind die Schalter? Einen halben Kilometer südöstlich von dir. Schau auf deine Karte.
Letzter Sprengsatz. Ich setze den Timer, sobald ich auf dem Dach bin und das Radar deaktiviert habe. Roger. Schalter für die Bewegungsmelder gefunden. Ich gehe jetzt zu den Bunkern.
Verdammt!